Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Heute spiele ich ein bisschen Random Stuff. Man sieht schon eine richtig fette Liste da drauf. Das sind meine Online-Partien. Ich gehe die einfach mal chronologisch runter, schreibe mir deine Nummer auf, wie weit ich gekommen bin. Natürlich werde ich da keine Analysen machen oder so, sondern einfach nur, keine Ahnung, raten, wer war ich denn überhaupt in der Partie. Das ist schon eine Partie von 2014, ist schon etwas länger her. Man sieht schon, wenn ich hier runter scroll, bis Partie 11.582 geht das dann hier weiter. Ich habe eigentlich gehofft, dass mein... Also, so, gehen wir wieder hoch. Dann gucken wir uns mal die erste Partie. Mal gucken, was hatte ich denn hier? E4, D5, D4 schlägt, Springer C3, F6. Ich glaube, das ist deswegen hier übrigens, das ist übrigens das Einzige, was ich mal kurz erkläre. Warum nicht F3, vermute ich mal, dass hier genau E5 einfach kommt. Ich mache die Engine mal aus jetzt. Daueranalyse. Das habe ich übrigens auch selber gespielt. Das ist das Einzige, was ich mal kurz erklären werde. Es ist einfach eine zu große Masse an Partien. Ich will einfach tack, 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 einfach mal kurz mal ein bisschen vorspielen hier. Deswegen Springer C3, Springer F6 und dann geht ja logischerweise nach F3. Würde vielleicht E5 auch noch gehen, aber gucken wir uns einfach mal an. E3, Läufer E3, G6, Läufer C4, Läufer G7, Springer E2, Rochade, Dame D2, Turm E8, wir wollen E5 ziehen. Ich weiß immer noch nicht, wer ich überhaupt gewesen bin in dieser Partie. Ich habe keine Ahnung. Der große Ratequiz. Und ich nehme mal an, das hatte ich mit Schwarz. Jetzt droht A1 umwandeltes Bauern und dagegen ist wohl nichts zu machen. Gehen wir mal die... Warum ist hier eigentlich nicht das Zeichen für Datenbank öffnen? Gehen wir mal zur nächsten Partie über. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich hatte. Das ist doch die gleiche Partie, oder nicht? Warum habe ich hier nicht das Zeichen für Datenbank öffnen? Oder hatte ich diese Partie? Also was anderes. C4, G6, A3. Wie gesagt, das sind alles nur Internetpartien, Freundschaftspartien. Mal gucken, was hier so gelaufen ist. Ob da was Interessantes dabei ist. Interessant, dass Schwarz weiß... hier nicht auf F5 geschlagen hat. Vielleicht dachte er, F5 schlägt, E6, König A8, Turm G8 wäre ein bisschen zu heftig. Da werden garantiert auch Partien dabei sein, die total schrecklich sind. Die ich total hundsmiserabel eingestellt habe. Mich irritiert ein bisschen, dass hier oben nicht ein Symbol für Datenbank öffnen einfach ist. Was ist das? Datenbank öffnen? Ach, 11.12. Okay, das kann man sich ja mal merken. Nächste Partie. E4, H6, F4. Das ist so ein... Ich vermute, das war mit Weiß. Obwohl... Ja, ich spiele auf und zu auch mal so einen Müll. Nur mal, um zu gucken, was wir abgeht. Dummerweise bin ich bei solchen Partien aber immer für die gröbsten Böcke gut. Warte mal. Ah, jetzt kam es doch bei E7. Aha. Schwarz wird noch gewinnen. Ja, ich kann mich natürlich logischerweise nicht mehr an die Partien erinnern. Und dann ist es kaputt. Schade, dass es keine Taste für nächste Partie gibt. Gibt es das vielleicht sogar? Das wäre noch besser. Engine, Extras, Datei, öffnen, speichern, ersetzen, Diagramm, Druck. Bearbeiten, dass es nicht irgendwas für nächste Partie gibt. Dann würde ich einfach diese Taste drücken. Einfügen, Partie. Ah.
Engine, Extras. Das scheint es nicht zu geben. Blöd. Drück mal F12. Mal gucken, was uns hier Spannendes erwartet. Ich sollte mal, ja, einfach mal die Seite wechseln, die Ansicht. Brett drehen. E4, E6. Das hatte ich, da ich weiß. Sowas spiele ich nicht. Dieses jeden Bauern einen vor. Das ist mir doch ein bisschen zu affig. Wenn ich mal ehrlich bin. Ich bin mal wirklich mal gespannt wie ein Flitzebogen, wann denn hier die totalen Aussetzer kommen. Komisch, dass ich das noch gewonnen habe. Moment würde ich doch denken, dass das total platt ist. Sonst könnte man noch meinen, das wäre Skill gewesen. Ich spiele das hier ein bisschen schneller. Es ist einfach nur hier eine von 11.000 oder so. Ja, und dann... Schade, warum gibt es wirklich keinen... Schreib es in die Kommentare, ob es eine... Wenn ich es ja nicht finden sollte. Ob es nicht eine Taste gibt für nächste Partie. Das müsste doch hier stehen bei Datei. Blitzpartie, bla 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 bla. Öffnen. Ach, nächste Partie laden, F10. Okay, da gibt es tatsächlich. Dann drücke ich nämlich nur noch F10. Das macht er dummerweise jetzt auch bei der Schlussstellung. Yo, das habe ich oft gespielt. Oder was also ich spiele, ist noch... Das ist wirklich... Ich habe hier nebenbei hier Chess Club New Orleans laufen. Dieses Super-Turnier. Ich finde das Super-Turnier übrigens besser wie die Dortmunder Schachtage. Das ist wirklich mit Großmeistern, die das analysieren... Im Fernsehen, über YouTube, die Jasser Seira waren und wie sie alle heißen, die analysieren das. Man sieht Live-Bilder vor Ort mit der Webcam, da in sehr guter Qualität. Dann sieht man das Brett hier, sieht man beispielsweise von Nakamura und Vasile Graf. Und das bei Dortmunder Schachtag ist ja gar nichts. Man muss ja schon live hinfahren. Ich wüsste nicht, dass da irgendwie eine Live-Cam oder sowas wäre. Deswegen mag ich die Schachtage auch nicht. Ich gucke lieber sowas hier. Hier dieses, aber guck mal zur Partie. Mich überrascht, dass die Leute auf F6 nicht einfach E4 ziehen. Würde ich doch machen. E4, E5, Springer F3. Und man darf sich nicht zu sehr daran klammern. An ich will jetzt C4 ziehen, ich ziehe jetzt C4 und das muss C4 sein. Deswegen, ja, was hat Weiß jetzt und was hat Schwarz? Im Endeffekt ist es doch holländisch. Mit einer sehr guten Schwarzstellung. Da ist doch von so einer holländischen Stellung, da kann Schwarz doch nur träumen. Wenn Schwarz F15 wieder auf D4 und wir die Stellung kriegen, meine Güte, da wird er sich vor Lachen nicht mehr in Schlaf kommen. Denn natürlich geht hier mal ganz nebenbei, Dame schlägt nicht wegen Läufer F5. Seit 2014 spiele ich das schon. Meine Güte, unfassbar. Das Erstaunlichste daran ist, dass ich die meisten Partien damit gewinne. Ist das so eine Mischung zwischen Arroganz und nicht ernst nehmen des Gegners? Ist rot übrigens hier. Meine Güte, ich muss sie erst so verranken. In der Turm hängt auf F1. F10. Ich mache erstmal auf Zug 1. Zack, F10. Die nächste. E6, D4, D5. Ich versuche mal ungefähr an dem Style zu finden, herauszufinden, welche Farbe ich hatte. Und ich hatte, ich weiß. Ich weiß. Es wäre nicht typisch für mich, A6 zu ziehen. Nach diesen Zügen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich spiele auch so ein bisschen, mir kommt es ein bisschen oberflächlich vor, wenn ich Internetschach spiele. Das heißt, das kommt durchaus vor, wenn ich Minutenpartie oder 2-Minuten-Partien spiele, dass ich nach der Partie erstmal quasi überlegen muss, was ich überhaupt gespielt habe. Spielst du eine Partie, eine Minutenpartie, so, die fließt du durchs Hirn durch, ohne gespeichert zu werden. Und wenn du fertig bist, weißt du nicht mehr, was habe ich eigentlich eröffnet. Dann bin ich auf den ersten Zug, aber das hast du gespielt. Ach so, ja. Ach, italienisch war das. Und das merkt man gar nicht so sehr. Meine Güte, ich sehe nicht schön aus. Ich hätte mich... Keine Ahnung. Was geht das denn weiter? D5, ja, dann war ich wohl doch schwarz. Zu solchen Jokes neige ich schon mal.
Ja, da war ich der glorreiche Schwarzspieler, Großkotz und Schachspieler. Lippo. Ab und zu kriege ich für solche Partien auch einen aufs Maul. Das heißt, dann gehe ich kläglich ein in der Partie, lose die ab wie 1100 DWZ. Weil ich nehme eigentlich so sehr auf Zeit verloren. Manchmal weiß ich auch nicht, warum die Gegner aufgegeben haben. Bei meiner guten Eröffnungsbehandlung, da kann ich das nicht verstehen. Was haben wir denn hier? Auch eine sehr kurze Partie. Das könnt ihr auch mit Weiß gespielt haben. Ich neige auch schon mal dazu, C4 zu ziehen. Da bin ich aber gespannt, wo ich hier verkackt habe. F1, Läufer G5, F6, Läufer H4, F5, 01. Dann hatte ich doch Schwarz. Weil ich würde niemals eine Partie so aufgeben. So ohne weiteres. Das würde ich nie machen. Ich bin der Meinung, vielleicht ist es merkwürdig. Ich spiele die Partien, um zu gewinnen. Das heißt, man sieht das öfter. Ich habe das schon mal gehabt, dann überall wagst es 5 Sekunden zu überlegen. Hast Minute auf Uhr. Wagst es 5 Sekunden zu überlegen, dann gibt der Gegner auf. Was ich total nicht nachvollziehen kann. Oder wenn ich mal zugeguckt habe, dann haben die eine total gewonnene Stellung. Stell dir vor, hast, keine Ahnung, zwei Türme Springer Tor mehr, zwei Türme Springer Läufer mehr, whatever. Und dann lässt der Gegner die Zeit ablaufen, die geben auf. Oder die brechen noch schlimmer. Der Gegner bietet Partieabbruch an und die nehmen das an. Warum? Wenn ich eine Partie spiele, dann will ich auch gewinnen. Dann brauche ich sie gar nicht erst zu spielen. Tut mir mal wieder F5. F10 meine ich. Holländisch. Ich wüsste nicht, dass ich selber Holländisch spiele, aber ich, wenn, dann spiele ich meistens mit G4. Rate mal, was du warst. Das war ich wohl tatsächlich mit Weiß. Bei so einem Blunder spiele ich auch schon mal. Das könnte sein, dass ich das mit Weiß gespielt habe und dann Game Over. F10. Haben Sie keine Angst, meine Damen und Herren, dass uns die Partie ausgehen. Es sind 11.000 Partien. Ich weiß nicht, wie viele ich heute mache. Mal gucken. Ja, der rote Läufer H3 schlägt, deswegen Springer E2. Das wäre wieder eine meiner heißen Joke-Partien. Das ist, ich weiß jetzt nicht, 2 Minuten. Ja gut, sagen wir mal ehrlich und sehen, wie es ist. Eine 2-Minuten-Partie, da kannst du doch fast alles spielen. Da spielt es wirklich keine Rolle, wie die Öffnung gewesen ist. Das war ich tatsächlich mit Weiß. Da kann ich mich gar nicht noch dran erinnern, dass ich eine Partie mal so gewonnen habe. Ich habe schon alles zustande gekriegt. Wirklich alles. Ich habe auch schon, ist auch schon vorgekommen in solchen Partien. Vielleicht kennst du das ja. Du setzt den Gegner matt, in Anführungszeichen, wunderst dich, warum zeigt der Computer nicht das Matt an? Und da kommt, keine Ahnung, Springer steht da 7. Anyway. Die Dame wird einfach weggecatcht und dann ist er gar kein Matt. Ein Springer von F8, meinetwegen. Schlägt auf H7 und zack. Hier so. Matt, matt, matt. Kein Matt. Alles schon mal da gewesen. Mal gucken, mal die nächste. Aufzug 1. F10. Das war mal eine ganz kurze. Dann war das hier wohl eher. Ja, es ist ja. Das ist die nächste Variante von Gegnern, die man da antrifft. Die spielen billigen Fehler und dann stellen die alles Material ein. Dann spielen die quasi nur Selbsteinsteller und ärgern sich dann noch, dass sie verloren haben. Man sollte natürlich gewisse Pre-Moves. Ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Das passiert schon mal, wenn man am Anfang Internetschach spielt. So Züge wie, keine Ahnung, ich mache einfach mal eine Partie, D5 und sagen wir mal E6. Neue Variante oder ich mache mal überschreiben, ist doch vollkommen wurscht. Ist da immer noch dran? Ich habe den doch hier abgeschaltet. Daueranalyse. Und da macht man Läufer G5, dann sollte man in der Öffnung nicht unbedingt Pre-Moves machen. Das habe ich auch schon gesehen. Dann Pre-Moven die Gegner, keine Ahnung, was der Geier was, B6. Bin ich auch schon drauf reingefallen. So, nächste Partie.
F6, wieder eine meiner beliebten F6-Partien. Hab sogar gewonnen. Das sind ganz wenige Spieler, die dann tatsächlich... Aber ich spiele ich tatsächlich. Gerade habe ich es nur gesagt, ich spiele es normalerweise nicht. Das ist natürlich eine ganz merkwürdige Partie hier. Ich hatte aber auch schon Partien, da habe ich dermaßen beschissen die Partien. Gemäß meinem Motto, wenn du nicht gewinnen kannst, dann bescheiß. Ich lasse die Züge einfach mal so runterrattern. Was soll ich da irgendwo zu erzählen hier? Ah, wie habe ich die denn gewonnen? Merkwürdig, habe ich ja Zeit gewonnen. Da muss irgendwie was ganz Kurioses noch passiert. Ach, hier. Hilfe. Ich tippe mal wieder einen Pre-Move. Auf Läufer B6 hat der Läufer F2 gepremoved. Dann war es das mit der Mehrfigur. Ja, und jetzt hat er wohl entweder aufgegeben oder auf Zeit verloren. Ich tippe mal auf Zeit verloren. Nächste. F10. G6, D4, Läufer G7. Das hatte ich schwarz. Sowas spiele ich nicht. Aber ja, habe ich auch schon oft gesagt. Oh, sowas spiele ich. 4, 5 Bauern, 2 Wall, 1 vorziehen. Sowas spiele ich nicht. Eigentlich ist das auch nicht mein Stil. Vor allem dieses total wahnwitzige Turm H2. Ach, da steht da der Name. Polivac. Ups, das ist ja doch mit Weiß gespielt. Konnte ich mich wohl nicht mehr daran erinnern. Meine Güte. Daran sieht man, wie viele Minutenpartien wert sind. Nichts. Deswegen verstehe ich es auch nicht, warum man sich da so wahnsinnig drüber ärgert, wenn man so eine Minutenpartie verliert. Das ist doch Quatsch, Schachmatt. Ein schönes Match, finde ich. Schlägt Schachmatt. Matt. Wir haben es gesehen. Nett. Hier bei Gast gegen Gast, da weiß ich... Ach, hier wird schwarz. Ja, das ist eine Variante, die ich sehr oft sehe. Was ich sehr oft auch sehe, ist hier, der Läufer kommt nach C5, springe auf 6, der Läufer nach G5. Folgt das hier sogar? Ach, das folgt hier sogar. Läufer hierhin. Na, das Einzige, was halt gefährlich ist in dieser Variante ist schwarz, wenn schwarz jetzt rochieren sollte. Dann wird der Springer geschlagen und das Damenschach, dann hängt der Läufer. Das ist so ein bisschen das, was man vielleicht nicht unbedingt zulassen sollte. D6, Springer, D5, Läufer nimmt Schachmatt. Daran kann ich mich sogar noch erinnern, wo das schon so lange her war. Das kann kann auch sein, man hat ja ab und zu auch mal Doubletten, wenn die so kurz waren. Das heißt, Partien, die sich wiederholen. Kann sein, dass ich das danach schon mal nochmal hatte. Ich weiß auch nicht, warum ich hier F6 spiele. Einfach just for fun. Man sollte vielleicht seine interne Partie nicht ganz so sehr ernst nehmen. Wie man sieht, ich gewinne erstaunlich viel mit Schwarz in dieser Sache. Ich konnte natürlich kein E5 ziehen, als Gambit will ich es nicht spielen. Ich könnte mir auch vorstellen, manche nehmen das an auf E5 im Glauben, man spielt dann im Zugumstellung Gambit. Aber warum? E5 ist großer Mist. Wenn der Gegner F6 spielt, D4, F6, dann mach doch einfach E4. E5, Springer F3. Das kann doch nicht gut sein für Schwarz. Spiel doch einfach logisch. Entwickel dich einfach logisch weiter. Und wenn er, keine Ahnung, dann G6 zieht, D4, F6, E4, E5, Springer F3, G6, dann, keine Ahnung, Läufer C4, danach rochieren, Springer C3. Und hier auch wieder, das meistens artet das darin hinaus, dass es so ein Atoll in die Schwert. Womit ich übrigens schon immer Probleme hatte, das war in Internet-Schachpartien zu denken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das war aber schon immer so. Gefühlt bleibt bei mir von 10 echten am Brett gespielten Partien 500% so viel am Hängen wie am... Ja gut, mehr hängen wie bei 100 Internetpartien. Habe ich noch gewonnen?
So lange ist die Partie doch gar nicht her. Warum steht da in 2014? Dann ist sie doch. So was Ähnliches habe ich dieses Jahr auch so gewonnen. So in der Art. Mal gucken. Nächste. Zeit ist Geld. F10. Wieder F6. Meine Güte, ist ja hier die F6-Parade. Man sollte das auch nicht zu ernst nehmen, wenn ich Internet-Schach spiele. Meine Güte. Das ist einfach nur Joke-Schach. Ja, hier hätte man vielleicht noch Läufer E2 ziehen können. Dass man sollte vielleicht nicht zu aggro drauf sein, weil Schwarz diese Eröffnung spielt. Man sollte sich durch die Eröffnung generell nicht so sehr irritieren lassen. Schwarz gewinnt, das war auch totaler Mumpitz. Da hat doch tausendmal bestimmt der Springer auf C4 gehangen. Und wenn auch durch Dame C4 Schach, wie auf D3 hier. Und wenn auch durch Dame Schach, aber war es jetzt müßig. Das könnt ihr ja zu Hause machen. Wenn ihr da eine volle Analyse machen wollt. Gast gegen Gast, dann war ich wohl weiß, wenn man selber, wird man nicht nur als Gast, ich weiß auch gar nicht, warum die nur als Gast angegeben werden, als manche Spieler, die können ja nicht alle Gast heißen, dann wird das ja schon belegt sein. Läufer E3, da war ich mit weiß. Das, sowas Ähnliches gibt es übrigens mit Schwarz, es gibt D4, D5, Springer F3, Läufer E6 gegen C4. Wahrscheinlich voller Rotz, die Partie. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Bin mal gespannt, wann darauf, wann der erste totale Vollversager kommt hier von mir. Ich nicht Figur mehr. Ha. Ja, und ich weiß gar nicht, warum er noch weiter spielt. Okay. Eine geht noch. Ich kann mal kurz in die Datenbank himself gehen, um mal zu gucken, wo wir denn sind. Bis 20 mache ich. Nehmen wir Partie Nummer 18. Mal gucken. C4, D5. Ich finde das nicht gut. Das ist kein Skandinavisch. Weiß bellt das Zentrum und Schwarz gibt ein Zentrumsbauen. Alleine deswegen erscheint das schon unlogisch. Aber ja, wenn ich meine Züge hier sehe, dann habe ich das wohl mit Schwarz gespielt. Wie gesagt, das sind alles nur 2-Minuten-Partien, die kannst du alle in die Tonne kloppen. Wer diese Partien ernst nimmt, war ich hier nicht in der Lage zu rochieren? Wieso rochiere ich denn nicht? Merkwürdig. Man weiß es nicht. Da wollte ich auch mit diesem Zug wieder meinen Gegner ärgern. Durchaus denkbar. Gewonnen. Steht ja gar nicht. Mal ein bisschen mehr Schnelldurchlauf machen hier und ich nehme mal an, Weiß hat gewonnen. Abarten von Holländisch. Damenindisch, Königsindisch. Ich finde das schade, dass diese Datenbank zum Beispiel gibt die Trombowski an? Ich weiß nicht. Schreibt sie in die Kommentare. So, Partie Nummer 19. Wir nähern uns dem Endspurt und mein Fernseher hat ja gedacht, Lippo, ich schalte mich mal ab. Ich weiß auch nicht, wer auf diese Idee gekommen ist. Ich kann das auch nicht abschalten. Nach einer Zeit läuft dann ein Timer von einer Minute und dann, boah, tschüss. D5. Wer hat egal schon? Egal schon. Dublettenalarm oder wie? Ich glaube, ich kann auf 10 drücken. C4, G6. Schwierig zu erraten, welche Farbe ich hatte, weil ich im Internetschach immer total random spiele. Das spielt anscheinend für mich keine Rolle, welche Farbe ich habe. Sieht aber nicht gut aus. Ich bin total verloren. Ich hoffe mal, ich hatte Schwarz. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Leute. Gehen wir mal zur nächsten Partie. So eine Art. Das ist doch wieder die gleiche Partie. Sind das immer Dubletten hier? Läufer E3, Läufer D6. Da haben wir wieder Sonne-Klitsche hier.
Schade, dass ich keinen Eröffnungsbaum anlegen kann. Von diesen Partien. Das wollte ich schon mal. Mir einfach bei 11.000 Partien einfach mal einen Eröffnungsbaum anlegen. Schreibt in die Kommentare, wie das geht. Wie ich aus von der Datenbank einen Eröffnungsbaum machen kann. Das ist ja auch in einer hauseigenen Datenbank. Also die, also im Schachprogramm dabei ist, da ist ja immer so eine Big Database dabei. Das ist ja auch mit Eröffnungsbaum etc. Und so werde ich das auch ganz gerne, dass ich dann sehe, dass ich alle meine F6-Partien auf einen Schlag habe. Zum Genießen. Meine Güte, ich bin abgehauen. So, und das war's dann auch. Ich schreibe mir gleich mal die Nummer auf, wo ich denn gewesen bin. Dann gucke ich in der Zwischenzeit irgendwann mal, ob das nicht doch geht. Öffnen. Datenbank. 22 sind wir sogar schon. 22. Ich glaube aber nicht, dass ich das so weitermachen werde. Dann gucke ich mal, ob ich einen Eröffnungsbaum da reingezwirbelt bekomme. Dass ich nicht das wie hier so stehen habe, sondern ich könnte natürlich auch machen eine Öffnung. Ach, das geht noch nicht mal. Schreibt es in die Kommentare, wie das geht. Wie man hier so einen Öffnungsbaum macht, dass man die Öffnungszüge hier stehen hat. Ich weiß es sehr wichtig. Bevor ich mich tot gehe, verabschiede ich mal und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gebt einen Daumen rauf oder gebt einen Daumen runter, wie ihr Bock habt. Und schreibt es in die Kommentare. Wie macht ihr das, dass ihr einen Öffnungsbaum selber erstellt? So, tschüss, bis zum nächsten Mal.